Hallo zusammen, ich darf Sie recht herzlich begrüßen zu einer neuen Ausgabe von Ländle TV, der Tag. Heute mit diesen Themen. Alle Bilder zu Lehre am Ball 2012. Im Studio zu Gast der Geschäftsführer der Bergbahnen Gargellen, Thomas Lerch. Und die aktuellsten News, der Sport und das Wetter. Am vergangenen Wochenende war es wieder soweit. Lehre am Ball 2012 stand auf dem Programm. Der größte Ball in ganz Vorarlberg fand im Bregenzer Festspielhaus statt und wir waren mit dabei und haben die besten Bilder eingefangen. Der Lehrlingsball der Vorarlberger Industrie hat sich zum mit Abstand größten Vorarlberger Ballereignis entwickelt. Über 4000 Ballgäste feierten auch bei der fünften Auflage im Festspielhaus in Bregenz eine rauschende Ballnacht. Für die Organisation des Lehrlingsballs von, mit und für Lehrlinge zeichnete wiederum die Sparteindustrie in der Vorarlberger Wirtschaftskammer verantwortlich. Also die Lehre am Ball ist für uns eine ganz besondere Veranstaltung. Der Lehrlingsball ist die größte Ballveranstaltung in Vorarlberg. Wir sind sehr stolz auf unsere Lehrlinge in der Industrie und das wollen wir gebührend feiern. Ein Hauptprogrammpunkt des Lehrlingsballs war wiederum die Ehrung der ausgezeichneten Lehrabsolventen. Gemeinsam überreichten Wirtschaftskammerpräsident Manfred Rhein und der Obmann der Sparteindustrie Christoph Hinterecker die begehrten Industrie-Oscars. Ausgezeichnet wurden in diesem Jahr 66 besonders erfolgreiche Nachwuchsschlüsselkräfte aus 38 Industriebetrieben. Von, mit und für Lehrlinge war ein weiteres Motto des Balls. Daher moderierten den Lehrlingsball auch zwei Lehrlinge. Mit sichtbarem Talent führten sie durch das Feuerwerk an Programmpunkten. Und jetzt sind alle recht herzlich eingeladen zum Mittagessen. Mit seiner Dance-Show der besonderen Art zeigten die Lehrlinge aus den Unternehmen der Vorarlberger Industrie, was neben fachlichen Fähigkeiten sonst noch alles in ihnen steckt. Mit Spannung erwartet wurde unter dem Titel Es ist Feierabend auch der Auftritt der Lehrlingsausbilder. Sie zeigten dann neuerlich unerwartete Talente, so dass nicht nur ihre Lehrlinge hörbar begeistert von ihnen waren. Einer rauschenden Ballnacht und einem Katerfrühstück konnten sich die Ballgäste wieder mit einem Lehrlingsball-Sonderzug und einem Lehrlingsball-Sonderbus nach Hause bringen lassen. Diese Besonderheit wurde von Wirtschaftskammer und dem Vorarlberger Verkehrsverbund kostenlos bereitgestellt. Sehr erfreulich, dass hier wieder an die Sicherheit der Ballbesucher gedacht wurde. Nach dieser ganz besonderen Ballnacht sind wir schon gespannt auf den nächsten Lehrlingsball. Den kompletten Bericht zu Lehre am Ball 2012 sehen Sie wie immer ab morgen Dienstag im Ländle TV Wochenmagazin. Und bei uns geht es jetzt weiter mit den aktuellsten News des Tages. Rekord für Sommertourismus. Mit den Oktoberzahlen steht nun fest, dass Vorarlbergs Tourismus die Sommersaison 2012 mit einem Rekord abgeschlossen hat. Insgesamt waren 1,4 Millionen Besucherinnen und Besucher in Vorarlberg, somit ein Anstieg von 3,8% im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Nächtigungen konnte ein Anstieg von 2,7% verzeichnet werden. Für Landesstatthalter Karl-Heinz Rüdeser ein erfreuliches Ergebnis. Dieser Weg werde mit der letztens präsentierten Tourismusstrategie 2020 konsequent weitergehen, so Rüdeser. Zahl der HIV-Neuinfektionen in Vorarlberg gering. Österreichweit wird laut Prognosen im Jahr 2012 die Zahl der Neuinfektionen mit dem HI-Virus um rund 3,5% ansteigen. Am meisten betroffen ist das Bundesland Wien mit 61 Neuinfektionen. In Vorarlberg hingegen werden 8 Neuinfektionen erwartet, somit die geringste Zahl in ganz Österreich. Und LKW kracht in Unterführung. Am Montagmorgen war ein 28-jähriger LKW-Lenker aus Polen in Nenzing unterwegs. Sein Navigationsgerät leitete ihn durch eine Bahnunterführung. Obwohl sein LKW zu hoch war, fuhr der Pole weiter und krachte in die Unterführung. An dem Fahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Fahrer blieb aber unverletzt. Ja, bei uns steht jetzt das Thema Freizeit jetzt in der Wintersaison wieder auf dem Programmpunkt und dazu haben wir wieder einen Studiogast und zwar von den Bergbahnen Gargellen, der Thomas Lerch. Vielen Dank, dass Sie da sind. Ja, hallo, grüß Gott aus dem Montafon. Ja, schöne Grüße, Montafon, Riesengebiet, sage ich mal, vor allem fürs Skifahren natürlich ein Traum. Aber was macht denn aber das Skigebiet Gargellen und die Bergbahnen Gargellen wirklich aus? Was sind da so die Punkte, wo man sagt, das kann man herausheben? Ja, ich glaube, Gargellen besitzt ganz ein eigenes Segment von den Skigebieten im Montafon. Ich glaube, der Skitag in Gargellen beginnt schon mit der Anfahrt. Das ist schon was Spezielles, wenn man in das Gargellental hineinfährt. Und dann der Ort am Talschluss
vom Gagillental und dann noch unsere 8 Lifte, die wir zu betreuen haben als Gagellner Bergbahnen. Das ist, glaube ich, schon was Spezielles für den Gast. Und da spürt man schon, dass sich das ein bisschen unterscheidet vom Rest im Mond davon. Und wenn wir dann weitergehen, was sind denn so die Highlights in der Saison? Was ist geplant in Gagellen? Das Opening, das ist heuer sicher das Highlight mit dem Snowboard-Weltcup im Mond davon. Dann haben wir unsere Musiknacht. Das ist speziell von den Hotelzimmern, wo in verschiedenen Hotels verschiedene Musikgruppen spielen. Dann haben wir Mitte Dezember eine Pieps. Seminar, das ist mit dem Sportshop zusammen, Kooperation mit den LVS-Geräten. Ja, dann haben wir unsere wöchentlich immer unser Bergfrühstück, jeden Dienstag. Das hat eh schon ein bisschen einen Namen. Da tobt sich unser Restaurantteam immer aus. Dann haben wir den Blick hinter die Kulissen, was sich auch ganz gut bewährt. Das ist sozusagen ein kurzer Überblick für unsere Gäste, was so während dem Jahr im Skigebiet passiert. Und für unser Highlight diesen Winter auch, wir möchten auch mehr auf Skitouren gehen setzen. Das heißt also nicht, wie das mancherorts auch passiert, dass man da fast ein bisschen ein Kampf entsteht zwischen Skigebieten und Skitourengehern. Wir möchten das offensiv und positiv angehen. Da haben wir einmal in der Woche am Abend eine gemeinsame Skitour über die Piste ins Skigebiet, also wie auch in Form einer Führung. Und dazu passt dann noch speziell am 3. März unsere Remskal-Trophy. Das ist ein Skitourenrennen im Rahmen des Vorarlberger Skitourencups, auch die Landesmeisterschaft, und glaube ich, ganz ein spektakuläres Rennen, das wir auch mit verschiedenen Partnern sehr professionell vorbereiten. Also man hört, dass einiges los ist in Gagellen, und dann wünschen wir natürlich jetzt für die kommende Wintersaison vor allem viel Schnee und auch viele Gäste, und danke, dass Sie da waren. Vielen Dank. Ja, jetzt haben wir gehört, was alles auf uns zukommt in diesem Winter, auch im Skigebiet Gagellen. Und bei uns geht es jetzt weiter mit dem aktuellen Sport. Grünes Licht für den Snowboardcross-Weltcup in Schruns. Bei der heutigen Schneekontrolle konnte die Strecke freigegeben werden. Gefahren wird allerdings auf dem Berg. Damit wird auch das Rennen am Freitag, den 7. Dezember, nicht als Nachtrennen stattfinden, sondern bereits um 14 Uhr gestartet. Erfolgserlebnis für Pia Schmid. Die Skifahrerin aus Hohenems fuhr beim FIS-Riesentorlauf im italienischen Sulden auf den 2. Platz. Der Rückstand auf die Siegerin Elke Wagmeister aus Italien betrug gerade mal 0,45 Sekunden. Und der AC Hörbrand zieht sich aus der Ringer Bundesliga zurück. Nach 10-jähriger Zugehörigkeit verzichten die Leiblachtaler nun freiwillig auf einen Startplatz in der höchsten Leistungsstufe Österreichs. So viel aus der Welt des Sports. Vielen Dank an meinen Kollegen Marc Gechter. Und was morgen in den Vorarlberger Nachrichten steht, das sehen Sie jetzt. Rekordsommer. Noch nie kamen so viele Gäste auf Urlaub wie im heurigen Sommer. Rekordzahlen bei Ankünften und Nächtigungen. Mererau-Prozess geht weiter. In einem Missbrauchsfall ist das Verfahrensende in Sicht. Und Musik mit viel Gefühl. Der junge Vorarlberger Meistercellist Kian Soltani spielt bei der Mahilft-Gala am Sonntag Tschaikowski. Die Schlagzeilen von morgen also heute schon bei LändeTV der Tag, und das war's auch schon wieder mit der heutigen Ausgabe. Bei uns folgt wie gewohnt das Wetter, und ich darf mich verabschieden. Tschüss! Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Hämmerle Bar, demnächst in Dornbirn. In der heutigen Nacht liegen die Temperaturen zwischen 5 und 12 Grad, der Wind weht mit 12 km/h aus Südwesten. Der morgige Dienstag verläuft durchweg stark bewölkt, stellenweise noch mit kräftigem Südwind. Ein kompakter Wolkenschirm verdeckt die Sonne die meiste Zeit. Nur ab und zu kann sie schwach durchschimmern, stellenweise sind schwache Regenschauer möglich, oberhalb von etwa 1200 Meter einzelne Schneeflocken, diese am ehesten im Süden Vorarlbergs und beim Bodensee. Meist sollte es aber noch trocken bleiben, die Tiefstwerte liegen zwischen 1 und 5 Grad, die Höchstwerte 8 bis 10 Grad, stellenweise gibt es noch bis zu 16 Grad. Stark bewölkt ist es dann am Mittwoch, ein Mittelmeertief sorgt für viele Wolken von Süden her und ab dem Nachmittag bis zum Abend hin immer häufiger für Regenschauer. Die Tiefstwerte 0 bis 3 Grad, die Höchstwerte liegen zwischen 4 und 8 Grad. Zum Donnerstag hin kühlt es mit einer Kaltfront kräftig ab und es schneit immer weiter herunter, dabei kann es kurzzeitig auch kräftig und ergiebig schneien. Am Freitag bleibt es dann bewölkt bei Temperaturen von minus 4 bis 0 Grad.